Ja, willkommen zurück bei Life is Strange 2. Beim Arschfall verteilen. Und bevor ich jetzt weiterspiele, muss ich sagen, ich bereue es ein bisschen, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und ich bereue es umso mehr, dass ich anscheinend nicht sauber genug gearbeitet habe, um Big Joe daran zu hindern, hinterherzukommen. Und es hat anscheinend geklappt, dass das Rauschen jetzt weg ist. Ja. Und jetzt können wir gerne fortsetzen. On your knees. Hands on your heads. Don't do this. Don't. Shut up and do it. Come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now. Okay. Scheiße. Wir diskutieren. Komm, diskutieren. Wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Let me explain. Oh yeah. Explain this. Back up, bitches. Don't insult me by acting like you've got a reason to steal. Don't! For the last time, get on your fucking knees. Oh Gott, er knallt bitte nicht Finn ab, ne? Don't break my balls now, kid. Daniel, you got this. Don't move. Don't fucking move! It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Oh Scheiße, das war echt dumm. Can't let you play me anymore. You shot. Daniel, tu's. Tu's, Daniel. Wir haben eh keine Wahl mehr. Shit! Get out! Oh, out, son of a bitch! Daniel? Wait! Stop! Ich habe ganz viel Gänsehaut. Oh Gott! Ich bin voll mit Gänsehaut. Oh Scheiße. Wo ist denn da... Wo, wen hat die Kugel denn jetzt getroffen? Eben die letzte jetzt. Weil Daniel hatte ja jetzt auch... Der Kleine hatte jetzt ja auch Blut im Gesicht, ne? Sie haben das Geld. Oh, die hat ihn getroffen. Er hat sie zurückgeschleudert, er ist tot. Oh nein. Wenn die Polizei die jetzt erwischt, ist es okay. Nein, es ist gar nichts okay. Ich will die ja beschützen. Oh, was habe ich getan? I never meant to hurt you. Never.
sorry, Finn. Es tut mir leid, ich hätte es nicht machen sollen. Es tut mir echt leid, ich wollte jetzt nicht Sean umbringen. Kannst du überhaupt weitergehen ohne Sean? Weil eigentlich ist er ja derjenige, der die Geschichte anleitet, oder? Oh, wir haben richtig Scheiße gebaut. Das tut mir richtig leid, ne? Das tut mir wirklich leid. Errungenschaft freigeschaltet. Treibgut. Du hast keinen Kaffee gekocht, nachdem du die letzte Tasse getrunken hast. Okay. Du hast beim Messerwerfen einen Volltreffer gelandet. Du hast dich geweigert, darüber zu reden, Karen zu finden. Du hast Daniel gefragt, warum er seine Uhr nicht trägt. Du hast eingegriffen, als Big Joe Cassidy geohrfeigt hat. Du hast viele Blüten zurechtgeschnitten. Du hast Daniel beim Geschirrspülen geholfen. Du hast Daniel nicht um Hilfe mit deinen Aufgaben gebeten. Oh Gott, guck mal da. Ich guck gerade, ob er vielleicht noch atmet, ne? Oh, es tut mir leid. Du hast Daniel nicht um Hilfe mit deinen Aufgaben gebeten. Du warst am Lagerfeuer nüchtern, du bist mit Daniel schlafen gegangen. Finn ist vorgetreten, als Daniel Big Joe angegriffen hat. Aber warum ist Daniel denn jetzt abgehauen? Was soll denn die Scheiße? Er hätte doch locker seinen Bruder mitnehmen können. Er hat doch Kräfte, Herrgott. Du warst für den Einbruch, eigentlich war ich nicht für den Einbruch, aber ist doch drauf geschissen. Ich habe gedacht, gut, fürs Let's Play, jetzt sitze ich hier heulend, peinlich. Du und Finn seid Freunde geblieben. Du und Finn habt euch geküsst, was? Du hast ja einen Wolf als Tattoo stechen lassen. Du bist Cassidy für ein nächtliches Schwimmen nicht gefolgt. Oh Gott.
Ich habe so viel verpasst. Cassidy war nicht wütend auf dich. Oh, okay. Du hast Cassidy nicht geküsst. Oh, man hätte sie küssen können. Warum? Ach so, am See. Du hast Cassidys Zelt nicht betreten. Oh nein, die hätten miteinander schlafen können. Du hast Big Joe geweckt und er hat dich verfolgt. Du hast Meryl alarmiert, als du dich in sein Haus geschlichen hast. Du hast die Waffe aus dem Safe nicht genommen. Du hast Daniel seine Kraft einsetzen lassen und Finn wurde nicht getötet. Was? Du hast Daniel seine Kraft einsetzen lassen und Finn wurde nicht getötet. Okay. Cassidy wurde nicht verletzt. Daniel hat nicht auf dich gewartet. Daniel wurde beim Geschirrspülen geholfen. Daniel hat sich geweigert, mit den Kanistern zu helfen. Daniel hat mit Sean über seine Wut geredet. Daniel hat seine Kraft eingesetzt, wurde verletzt und hat zurückgeschlagen. Ach so, Daniel wurde verletzt. Finn ist tot. Daniel hat nicht auf Sean gehört, seine Kraft eingesetzt und wurde verletzt. Daniel blieb ruhig, flippte aber nach Finns Tod aus. Finn wurde erschossen und Daniel ist auf Sean losgegangen. Nee, ich guck jetzt nicht, weil ich weiß, dass Daniel ja spielt. Und ich will mich jetzt nicht spoilern lassen. Ich glaube, Sean ist tot. This is it, son. You're toast. End of the road. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. You're alone now. Alone. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Aber wir sind allein. Umso schwerer fällt es mir jetzt darauf zu warten, dass die nächste Episode kommt. Ich bin ein bisschen fix und fertig und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal einen Tee für mich kochen, um meine Nerven zu beruhigen. Ich bin auch viel zu emotional für solche Spiele. Es ist doch echt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei Life is Strange 2 bei der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.